Preis geht an den Mann, der eine globale Großinquisition aufgedeckt hat, an Edward Snowden. CDU-CSU redet über Edward Snowden, als habe er eine ansteckende Krankheit. Und die SPD widerspricht kaum. Das ist grober Undank. Der Mann habe doch schon alles gesagt, was er wisse, heißt es. Man brauche ihn doch daher gar nicht mehr zu vernehmen. Das ist vorweggenommen eine Beweiswürdigung, die ist im gesamten Recht verboten, im Deutschen Bundestag auch. Snowden ist ein zentrales Beweismittel, das weiß jeder. Der wahre Grund dafür, warum man Snowden nicht einmal einladen will, ist der. Die Kanzlerin Angela Merkel fürchtet, dass dann die Amerikaner pikiert und unwirsch reagieren, wenn sie im Mai in die USA reist. Das ist nicht nur hasenherzig. In ihrem Amtseid hat die Kanzlerin geschworen, Schaden vom deutschen Volk zu wenden. Schaden wenden, das heißt, etwas gegen den Schaden zu tun, den die NSA angerichtet hat. Stattdessen tut die Bundesregierung so, als sei Snowden und nicht die USA der Schädiger. Edward Snowden ist ein Aufklärer. Er hat die globale US-Großinquisition aufgedeckt und musste fliehen vor dem Großinquisitor. Er hat persönlich keinerlei Vorteile von seiner Whistleblowerei, er hat nur Nachteile. Denn Gewinn hat die Rechtsstaatlichkeit der westlichen Demokratien. Genauer gesagt, sie könnten diesen Gewinn haben, wenn sie den globalen Skandal zum Anlass nehmen, ihren Geheimdiensten endlich Grenzen zu setzen. Snowden ist also nicht nur Aufklärer, er ist auch ein Motivator. Er hat etwas Besseres verdient als ein wackeliges, zeitlich begrenztes Asyl in Russland. Wirklich kriminell aber
sind die Zustände und die Machenschaften, die er anprangert. Snowden hat natürlich gegen US-Geheimhaltungsvorschriften verstoßen. Ist er deswegen ein Landesverräter? Nein. Verräter nennen ihn die, die selbst die Grundrechte verraten haben. Snowden hat dem Rechtsstaat Nothilfe geleistet. Das verdient Anerkennung durch Justiz und Staat in Deutschland und in Amerika. Snowden hat sich verdient gemacht um die rechtsstaatliche Demokratie. Er hat eine Diskussion in Gang gesetzt, die hoffentlich dazu führt, dass sich der Rechtsstaat schützt vor den NSA-Angriffen, die ihn gefährden. Einen deutschen Orden braucht Snowden nicht unbedingt, davon kann er nicht abbeißen. Aber er braucht Schutz und Hilfe. Unglücklich das Land, das keine Helden hat, sagt Galileis Schüler Andrea Sarti im Theaterstück von Bertolt Brecht. Unglücklich. Das Land, das keine Helden hat. Amerika kann sich also eigentlich glücklich schätzen, dass es einen Snowden hat. Galilei aber erwidert seinem Schüler Sarti wie folgt: Nein, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Das stimmt auch. Symbol für den zivilcouragierten Widerstand eines Einzelnen gegen ein mächtiges staatliches System. Er ist ein Winzlings-David, der gegen einen Super-Goliath aufgestanden ist. Snowden hat Widerstand geleistet und er tut das immer noch. Widerstand ist ja ein Wort, das man mit dem Aufbegehren gegen ein diktatorisches Regime verbindet. Widerstand ist aber auch in der Demokratie notwendig. Widerstand heißt in der Demokratie nur anders. Der Widerstand hier heißt Widerspruch, Zivilcourage, aufrechter Gang oder auch einfach etwas Neues. Wenn Widerstand strafbar ist, Widerständler nehmen das in Kauf. Sie nehmen die Strafe oder die Mühen der Flucht in Kauf, um die Verhältnisse zu ändern, um Missstände und Unrecht zu beseitigen. Mein verstorbener Lehrer, der große Rechtsphilosoph Arthur Kaufmann, hat einmal vom Widerstand der Demokratie als dem kleinen Widerstand gesprochen. Dieser kleine Widerstand in der Demokratie, so meinte er, müsse geleistet werden, damit der große Widerstand entbehrlich bleibt. Manchmal ist dieser angeblich kleine Widerstand aber ein ganz großer. So ist es bei Snowden. Sein Widerstand erfasst seine ganze physische und persönliche Existenz. Danke, Edward Snowden.